Und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meiner Seite der Enno. Hallo. Irgendwo versteckt sich Navo. Hi. Und da vorne steht unser Sunny Blöder, Sunny Töter, der Wanda. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen, also von daher. Sir, Ma'am, hallo, Sie da, wo sind Sie? Wir sind planlos. Also erstmal ins Auto einsteigen, wenn wir. Nein, nicht. Was macht der Typ da hinten im Feld? Ich glaube, das war sein Auto. Es gab keinen Vorbesitzer, glaube ich. So, na, da stand unten auf der Straße. Offen, das Schlüssel hat noch gesteckt. Ach so, ja, dann. Dann! Nee. So, also, unser Einsatz beläuft sich darauf, dass wir jetzt zur Silbermine müssen, weil da der Assistent von Pulpos ist. Buchhalter und so, von L2N, ja. Dafür kannst du erstmal geradeaus weiterfahren, genau, jetzt links. Und links und geradeaus. Ja. Wohlgemerkt, das Auto war vorher noch ganz, ne? Das ist auch noch zu Ende der Mission ganz. Mhm. Was glaube ich nicht. Nicht so wie du fährst. Na? Ja. Wieso standen jetzt Wagen da mitten auf der Straße? Ja, hallo? Du kommst da mit gefühlt 500 Sachen angepäst? Ist ja wohl klar, dass der vor Angst der Start. Links. Und hinter uns ist ein Konvoi. Perfekt. Wollen wir den machen? Ja. Wow. Ich würde ja gerne schießen, aber. Wollen wir den nicht lieber mit in einem EMP außer Gefecht setzen? Hab ich. Hat im EMP außer Gefecht gesetzt. Ja. Mal umkehren. An. Okay. Ihr wisst ja ganz wohl, es geht auch noch eine Gruppe. Ich sammle mal kurz die Ressourcen ein. Doch nicht. Shit, bin getroffen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aua, aua, aua. Okay, ich habe Informationen bekommen. Okay. Glaube ich. Oder nicht. Achtung, am LKW ist noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Sie ist Santa Blanca. Hilfe! Ich hab eine Kugel im Bein. Greifen wir an. Die Rebellen brauchen das Essen dringender als das Kartell. Nein, die sind hier nicht Hiebspiel, nicht Bauern und Jana. Aua! Kannst du mir Deckung geben, dann heile ich ihn? Wo ist er denn? Mach ich. Ach, da. Hab ihn. Danke. Das ist mir. Huch! Alter! Achtung, zurück, unser Auto ist glaube ich auch hinüber. Ja. Ja, ist auch immer. Oh, aber hier ist. Aua, hier ist noch einer. Bitte. Moment. Ist gar kein Problem. Da wird sich drum gekümmert. Oh, sie leben wieder. Ach, danke. Haben wir noch. Ja, neuer Wagen. Ach, guck mal, hier ist ein Uber. Nichts sixt. Weiter der Straße folgen. Wobei, mir wird der LKW hier immer noch angezeigt. Der ist aber markiert worden, oder? Nee, wann warst du denn? Ich bin mir da nicht sicher, ich konnte es nicht. Okay, dann sollten wir es nochmal tun. Wieso hab ich jetzt ein Salto hier rausgemacht? Ich markiere ihn. Wir haben, was wir wollten. Melden wir den Rebellen den Standort des Nahrungstrucks. Bitte wieder neu formieren. Jo. Der Straße. Also ich weiß ja nicht, irgendwann hat glaube ich meine Biomaske, die ich aufhabe, ein paar Kratzer mehr, wenn ich jedes Mal mit dem Kopf durchs Glas gehe. Vermutlich. Ach, das ist Nanotechnologie, die repariert sich selbst. Okay. Fahr mal ein bisschen langsamer. Stopp. Wir sehen schräg rechts hinter uns die Gebäude und so weiter. Wollen wir uns von hier aus über das Gelände annähern? Ich denke, das ist das Beste. Feindlicher Heli nähert sich aus Richtung rechts. Okay.
Ja, kannst mal rechts ranfahren, dann nähern wir uns übers Gelände. Ja. Also Handbremse anziehen kennst du sowas, ne? Nee. Wie soll man denn da hochkommen? Ich bin ja total nutzlos da. Kann man das Ding ausschalten? Ich hab's probiert, leider nicht. Ich denke, das würde hier alles lahmlegen, deswegen... Vielleicht haben die eher einen eigenen Generator. Die haben auf jeden Fall da oben Alarmpaneele. Heli sehe ich auch. Ja. Oh, ein Fußballplatz. Ich sehe auf dem linken Turm einen Sniper, aber ich habe gerade noch kein Schussfeld. Wir reden von dieser Raffinerie oder so, was das da ist. Ja, das sind die Gebäude über der Mine, schätze ich mal. Okay. Ich werde mir das mal mit der Drohne angucken. Ich überlege gerade, was das sein könnte. Ich versuche den feindlichen Sniper jetzt auszuschalten. Meinst du den? Ja, wenn er stehen bleiben würde. Ganz oben auf den... Erwischt. Auf den Silos sind auch einige. Kannst du sie mir markieren? Ich versuch's gleich. Gegner auf den Gleisen. Okay. Nee, meine Drohne markiert gerade nicht. Wir haben hier schon auf den... Er ist Nummer 5. Auf dem Weg hier vorne. Wer läuft da gerade die Bahnschienen lang? Ja. Negativ. Positiv. Ja. Vor dir, da wo die Bahnschienen den Weg kreuzen, da steht jemand links. Scheiße. Den habe ich auch im Visier. Ich bin vermutlich aufgeflogen. Ja. Okay, aber... Ah, ich sehe die Person, ja. Bleibt in Deckung, ich ziehe mich kurz zurück, damit sie die Spur verlieren. Ja. Enno, gehst du zu Wanwa, falls du ihn siehst? Er ist auf dem Bahnschienen. Ja, bin direkt neben ihm. Okay. Ist besser, wenn ihr zu zweit rumlauft. Und ich finde es besser, wenn unser Sanitäter von den Gleisen runtergeht. Hier fährt, glaube ich, lange kein Zug mehr lang. Ihr habt rechts vom Gleis ein Gebäude und dahinter auf dem anderen Wegrand, da ist noch einer. Er bewegt sich jetzt auf die Gleise zu. Okay. Dann ist es auf den Gleisen. Ist da allein. Ich habe hier gerade was gehört. Ich suche mal gerade kurz nach unserem Scharfschützen vermutlich. Reaper müsste ein Stückchen hinten gewesen sein. Hinten an der Straße, wo wir gewesen sind, da befinden sich mehrere Feinde. Drei, um genau zu sein. Sie kommen zu uns in unsere Richtung. Ich versuche gerade, den Scharfschützen per Luft zu finden. Ich sehe ihn leider auch nicht. Weißt du die grobe letzte Position? Er wollte seine Position verändern, um die Gegner abzuschütteln. Er müsste, glaube ich, auch da wieder zur Straße hingelaufen sein. Da auf dem Weg, wo die Feinde sind. Straße, da wo die Feinde sind. Weißt du, die Feinde, aber meine Verbindung reicht nicht. Ich glaube, ich habe was rechts von mir gehört. Ja, die drei Feinde, nee, vier Feinde sind es, die stehen um ihn rum. Er befindet sich dort Mist. Auf dem Weg. Okay, dann näher ich mich dem mal an. Ja. Da müsste ich relativ sicher rankommen können. Enno, wo bist du? Ich verfolge Wanwa, gebe von Not Feuerdeckung. Okay, sehr gut. Wo bist du jetzt genau? Ja, ich bin in Richtung der Straße gegangen. Ich muss warten, bis meine Drohne wieder einsatzbereit ist. Ich habe zwei Gegner auf der Straße im Blick. Ja, die anderen sind ein Stückchen weitergelaufen. Die sind auf der anderen Straßenseite. Beziehungsweise einer ist noch auf dieser Straßenseite, aber nicht so. Okay, meine so, Drohne ist einsatzbereit. Also, sie stehen. Ich sehe jetzt nämlich nur noch zwei Gegner. Ah, ich sehe den Scharfschützen. Er liegt ihn quasi zu Füßen. Okay, er müsste eigentlich wieder leben. Ja. Ja, mit Schirme unter starkem Feuer. Ja. Kann sein, dass sie dich jetzt gerade gesehen haben oben. Okay. Achtung, da ist noch einer auf der Straße hier und einer auf der anderen Straßenseite. Okay. Sollen wir uns wieder zu den Schienen bewegen, um die Deckung wieder zu erlangen? Okay. Das war gerade echt nicht feierlich. Da zieht man sich extra zurück, um wegzukommen, und dann fahren da zwei Autos lang, die einen immer noch umballern. Aus Richtung Raffinerie kommen mehrere Gegner. Ich glaube, die wollen noch zu mir.
5 habe ich im Blick. Tango 10. Genau. Also ich bin jetzt wieder auf meiner alten Position. 6 Leute bei den. Bei 1, 3 und 4, da befinden sich 6 Leute. Aber die bewegen sich langsam wieder zurück. Ich sehe ein. Ne, das ist kein Schwergepanzer, das ist ein. Hier vorne ist ein Felsvorsprung vor uns. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Wie sieht's da oben drauf aus? Auf dem Vorsprung soweit gut, aber da. Also, wenn wir den gleichen meinen, dieses kleine Plateau meinst du, richtig? Ja, links vor uns, links vor euch. Hinter dem Plateau befindet sich jemand. Komm ich nicht hoch. Jetzt als 1 markiert. Hinter dem Plateau bewegt sich auf die Bahnschienen zu, von der Richtung her. Enno? Verstanden. Ja. Bist du das gerade, kannst du einmal einen Schuss in die Luft abgeben? Ich würde aufstehen, wenn das sicher ist. Schießen. Oder so. Ja, okay, dann bist du das okay. Ja. Ist die 1 komplett alleine? 1 ist alleine. Eine Achtung, 1 ist tot. Mhm, so, wann war so viel dazu jetzt schon lange keiner mehr vorbeigekommen? Was? Die scheint auch noch regelmäßig zu kommen. Ich glaube, der Sunny ist überfahren worden, oder? Anscheinend wurde er vom Fortwind des Zuges mit erfasst. Okay, dann ist gut. Kannst du ihm aufhelfen? Ja, bin gerade bei ihm. Okay. Hat sich anscheinend den Kopf hier am Gleisbett aufgeschlagen. Das war mein Fuß, der mitgezogen wurde. Achtung, ja, dort steht noch einer am Licht bei den Bahnhofsläufen. Ja, ich bin gerade eine Frage, also Frage, die 1 unten an den Gleisen, ist die alleine? Soweit ich das sehen konnte, ja. Tango am Boden. Okay, Wanwa und Enno, ihr könnt bis zu dem Häuschen vorrücken. Mhm. Verstanden. Das Häuschen mit dem Jeep. Genau. Mhm. Melde schweren Waffenkontakt auf der Straße, kommen zu den Schienen. Ja. Okay. Bestätige 1. Habe Kontakt zu 1. Die 3 befindet sich übrigens an so einer montierten Gatling Gun. Prima. Sollten wir im Auge behalten. So wie es aussieht, aber nicht auf uns gerichtet. Ne, aber den Weg runter zu den Schienen ist so, sag mal, der Bereich, den die abschießen können. Wenn die 1 näher kommt, Schussbefehl? Ja. Ich empfehle aber zu warten, bis sie wirklich unten angekommen ist im Dunkeln, neben dem Container, dem blauen hier links. Daher ist leider auch schon unser Sanitäter, da müsste vielleicht etwas früher. Nein, das ist kein Problem. Gut, er zieht sich zurück. Befinde mich übrigens auf dem Felsplateau über euch. Ich bin irgendwie. Hat er bemerkt. Irgendwas hat er gemerkt. Wahrscheinlich die Leiche. Ja. Hab sie. Okay. Ich denke nicht, dass er funken konnte. Okay. Der Typ an der Gatlin ist auch nicht nervös geworden. Der hat aber Kontakt mit der 4, oder? Reaper, einmal, du könntest vorrücken zu dem nächsthöheren Plateau. Und wenn du da rechts rumgehst, dann kannst du die 3 wegholen. Hörst du dieses Geräusch, Enno? Ich bin in der Position, wo ich die 3 wegschießen könnte. Was ist dann noch? Wenn du das kannst, dann mach. Hörst du dieses Geräusch? Das ist bei mir ein Gitter. Ah, okay. Du kannst trotzdem auf das nächsthöhere Plateau, dann siehst du auch ein bisschen mehr. Wird ausgeführt in ein paar Sekunden. So, Enno und Wanwa, ihr könnt vorrücken bis zu dem Häuschen von diesem Gatlin-Typen. Mhm, das rot beleuchtete. Ich weiß nicht, ob es rot ist, ich glaube ja. Ja, das scheint das zu sein. Ja, ist rot. Wir gehen vielleicht am besten rechts rum, die Frau Fessen durfte uns halb die Ecken geben. Auf hier vielleicht kriechen. Befindet sich noch jemand in dem Gatling-Gebäude? Negativ. Okay. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Wie mein Quasi-Ex immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Ich glaube, du soweit hast ich das sehe, das ist die 4 die nächste, der nächste Feindkontakt. Ich melde einen Tango oben an dem Helipad. Ist der alleine?
Der ist alleine. Der ist tot. Okay. So, befinde mich an der Gatling. Ebenso. Sehr gut. Um die vier herum befinden sich zwei weitere Personen, deswegen die leider nicht ausschalten. Wir müssen gucken, bis er alleine ist. Ich rücke vor, auch bis zu dem Gatlin-Häuschen. Oder sind wir alle gemeinsam hier? Wir haben auch unsere Zielperson noch nicht gefunden, den Assistenten, den wir verhören sollen. Der ist doch bestimmt in der Mine drin. Oder möglich. Irgendwo im Raffineriegebäude. Ich mache einmal meine Markierung wieder weg. Sehe ich das da richtig auf dem linken Fass? Ist das eine Person oder ist das irgendwas anderes? Linkes Fass. Das linke Fass, wenn man über die vier ein bisschen rechts rüber guckt. Ich gerade noch nicht. Doch, es ist eine Person, es bewegt ja. sich. Diese Person? Negativ. Linkes, was? Noch weiter links? Ja. Ja, es sind alles die drei Personen. An die komme ich noch nicht dran, die sind zu blöd positioniert. Okay, aber dann ist unsere Position nämlich nicht so gut. Es ist ja beleuchtet mit Permabeleuchtung. Mhm. Sollten wir. Kann ja. Overwatch nach dem Generator suchen. Hier ist der Generator. Okay, das ist. Proved is requested. Okay, also der Generator befindet sich unterhalb der vorderen Silos und da kommen wir halt so ohne weiteres nicht hin, ohne die anderen auszuschalten. Also wir haben vier Personen auf den Silos, auf jedem Silo ist eins. Aber erstmal wäre um die vier herum die Personen wären wichtiger, weil die näher dran sind. Die sehen uns, glaube ich, besser. Beziehungsweise können uns hören. Welche vier? Okay, jetzt die eins. Geht das rote Gebäude links von uns? Da könnte man eventuell aufs Dach drauf. Oh ja, gute Sache. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keinen Weg auf das Dach rauf. Kann dir Schutz geben. Außenseite könnte eventuell eine Treppe innen sein. Ne, die Treppe befindet sich, glaube ich, tatsächlich. Sie ist außen. Außen, genau. Okay. Muss ich da keinen Schutz geben. Ziel gesichtet, Nummer 15. In dem Gebäude befinden sich auch noch mehr Personen. Ich denke, unsere Zielperson dürfte auch in dem Gebäude sein. Wer ist denn der Hutträger hier? Die Drohne ist oben. Der da oben am Helipad ist, das ist unsere Zielperson, schätze ich. Der telefoniert da so wichtig, das könnte der Assistent sein. Okay, dann haben wir unser Ziel gefunden. Welche Nummer? Nicht markiert, oben beim Helipad, auf dem Gebäude, wo die 2 gerade ist. Ungefähr dort einfach senkrecht hoch. Schwer zu sagen, wie gut die sehen würden, wenn ihr da hochkommt. Ihr könnt halt nur außen rum oder versuchen, von dem Gebäude aus darüber zu springen. Und das wäre, denke ich, kritisch. Man könnte auch versuchen, hier zu klettern und über die Zäune zu kommen. Hoch zu klettern wird schwierig. Ich sehe hier oben, von hier oben keinerlei Möglichkeiten, hochzukommen. Vielleicht von der Ecke des Hauses auf den Felsen rüberklettern. Korrigiere, hier Treppe hoch und dann kann man hier über die Balustrade auf den Felsvorsprung springen und von da aus dann weiter hoch. Okay, das ist, denke ich, der beste Weg. Allerdings sind hier oben sehr viele Gegner, die einen direkt sehen können. Ja, bei der 1 befindet sich eine weitere Person, die mit am Tisch sitzt. Und die 2 patrouilliert. Ja, das ist wirklich keine so gute Idee. Höher als hier kann man nicht gehen. Ihr würdet nicht, also wenn keine Gegner da wären, würdet ihr nicht rüberkommen? Doch, aber weil da Gegner sind, kommen wir nicht rüber.
Also wenn noch einer kurz zu meiner Position aufs Dach kommt, könnten wir die zwei da ausschalten simultan. Okay, ich komme rüber. Ich denke, bei der 1 sind. Kann Unterstützung geben. Ja, Vanwa und Enno müssen mitkommen, dann könnt ihr nämlich die zwei... Oh, wir waren gesehen. Die zwei seht euch. Oder? Nee, ich glaube die Person in den Schuhen. Ich höre Aufregung. Die zwei ist nervös geworden. Ich flüchte mal in das Gebäude unter uns. Ja, sind alle nervös geworden. Unmarkierte Person hat ein Gebäude betreten. Euer Gebäude? Negativ, das Bond 3. Okay. Schlendern hier aber immer noch ganz gechillt rum. Ja, haltet euch bedeckt. Sie suchen noch. Manche zumindest suchen. Overwatch. Ja. Hinter dem Gebäude. Gibt es da eine Möglichkeit, auf das Gelände zu kommen, eventuell? Das sieht relativ gut aus. Ja, wenn ihr dem Weg weiter folgt, dort könnt ihr einfach von der Straße aus dahin gehen. Ist das eine gute Möglichkeit? Die drei bewegt sich aber gerade die Straße runter. Die sind halt noch auf der Suche nach euch. Aber das. Ich meine das nicht die Richtung der drei, ich meine die andere Richtung. Links von uns, hinter dem Gebäude. Da befindet sich ebenfalls eine Straße. Könnte man auch nehmen. Aber ich denke... Obwohl es ist auch... Die drei entfernen sich sehr weit. Deswegen, ich dachte, wenn sie zu euch kommen, dann könnt ihr sie einzeln ausschalten, aber das wird nichts. Dann geht links rum. Enno und Vanwa. Was ist links? Hinter dem Gebäude. Okay. Ja. Okay. Gott, was ist denn, Alter, was kommt denn da alles aus dem Haus raus? Da sind sehr viele Leute drin gewesen, das, ja. Da reiste kein Nickelbau. Ich rücke mal vor bis zu dem LKW, der da steht. Mhm. Warte dann auf Ankunft von Enno. Bin auch unterwegs, habe den LKW in Sicht. Ich befinde mich in der Halle hinter dem LKW. Da bin ich. Hast du da. Weitere Vorgehensweise? Ihr könnt vorrücken, bis ihr Blick auf die 1 ungefähr habt. Dann müsstet ihr weit genug um die Kurve sein. Ja. Die 1 könnt ihr auch ausschalten, beziehungsweise kann Reaper ausschalten, wenn er sie sieht. Da geht die Treppe hoch. Ah, wir haben sie nicht mal. Kein Sichtkontaktgebäude im Weg. Schade. Die 1 scheint auf ein Silo hochzugehen. Ja. Ja. Ihr könnt vorrücken, ihr habt ja so eine Linkskurve, wo so ein Mast steht. Seht ihr welchen? Ja. Ja. Also genau rechts da in der Ecke. Du meinst den, wo ich jetzt bin, oder den nächsten? Den, wo du gerade bist, genau. Okay. Wenn ihr da jetzt rechts rüberklettert, dann kommt ihr an so eine... Wobei, noch nicht rüberklettern. Aber wenn ihr rüberklettert, dann würde da so ein Gebäude kommen, wo ihr rechts dran vorbei Richtung diesen Turm gehen könnt. Dort wäre erstmal eine sichere Position. Aber... Der hier guckt gerade mit dem Fernglas, da müssten wir warten, bis er seine Patrouille fortsetzt. Mhm. Okay, er setzt seine Patrouille fort. Nee, warte. Ich würde sagen, wenn sich das Zeitfenster öffnet. Ja. Er funkt. Wer ist entdeckt worden? Negativ. Ich glaube, einer kommt auf das große Gebäude, Reaper. Ich meine, hier vorne eingesehen zu haben. Zeitfenster, ist das geöffnet? Kann ich gerade nicht sagen. Okay, dann lieber nichts machen. Die 1 ist nicht schnell. Verdammt. Meine Position ist bekannt. Was ist deine Position? Bestätigt. Noch vorne bei dem Gatling-Gebäude. Warte, ich versuch mal. Ich höre einen Alarm. Ich ziehe mich zurück, da wo wir hergekommen sind.
Machen wir auch. Ich verfolge mal deine Position, falls du angegriffen wirst. Erledigt. Wir befinden uns am Gebäude. Dem Reaper ist. Achtung, selbst da laufen Gegner. Oh. Nicht mehr. Eins ist tot. Weiß ich nicht, ob ich von einem Hubschrauber gesehen werde. Im Moment nichts machen, ich stehe selbst unter Feuer. Feindlicher Heli! Ja. Deine Position? Wann war? Ja. Ne, dann ist das unser Sniper, das wurde ist, oder? Negativ, bin immer noch am Leben und an dem Gebäude, wo unsere Zielperson bzw. wo das Helipad drauf ist. Overwatch, lebst du noch? Ja. Okay. Ich brauche gerade deine genaue Position. Ich habe mich. Oh? Ja. Das Ziel ist aus. Da war es raus. Okay. Das ist gar nicht so leicht. Da sind 10 oder 15 Personen in dem Gebäude drin, wo der drin ist. Uha. Dann Ansatz zu finden, wenn alle im Haus sind. Das waren aber zum größten Teil Zivilisten, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nee, wenn ich mit der Drohne rüberfliege, dann zeigt er mir an, wie viele ich markieren könnte. Und das sind auch 10, 15 Stück da drin gewesen. Okay. Ich glaube, die schlafen da gerade alle. Das ist uncool. Okay, einmal aufmunitionieren. Theoretisch links die Straße hoch. Ich weiß jetzt nicht genau, was gemeint ist. Ich folge mal den Scharfschützen. Ja, das ist ein guter Plan. Ich laufe einfach straight auf unser Zielgebiet zu, das ist da oben. Enno, wo bist du? Ich bin auch an der Straße. Ah, okay. Das ist hinter dir. Oh, diese Hitze nachts in diesem Land. Ich find's gerade angenehmer als tagsüber. Oh ja. Geil, in Konstruktion. Hm? Ja, die Straße ist Vorsicht, Baustelle. Gegner am Gleis. Welches Gleis? Setz mich mal rechts in die Büsche. Links. Enno, wo bist du? Nee, auf der anderen Straßenseite von dir. Ah, da. Okay, du warst nur im Dunkeln. Okay, an dem Bahnhofsgebäude ist sonst keiner mehr. Der 1 kann ausgeschaltet werden. Hab ihn, er ist tot. Da muss aber noch einer schneller schießen. Bis zur Position von 1 könnt ihr vorrücken. Oder ehemaliger 1 für mich. Ich sehe eine montierte Waffe. Standen erledigt. Zwei Feinde nähern sich über die Straße. Ja. Da befinden wir uns auf der Gleise. Einmal die 1 oben auf dem Dach ausschalten. Das könnte ein Scharfschütze sein. Komme ich im Moment noch schwer dran? Ja, verändert seine Position. Stehen und still. Deck alles hin. Schön umliegen bleiben. Die 3 und die unidentifizierte Person da links könnten eigentlich erledigt werden, wenn simultan geschossen wird. Noch nicht. Wartet, bis die beiden weiter vorrücken zu euch. Die 2 kriegt das sonst mit und das ist der Gatlin-Schütze. Ich könnte die 2 töten. Okay, Enno, wann verschafft ihr die 1 und die 3? Ja. Würde kein Problem sein. 1 ist schwer bewaffnet und gut gepanzert. Auch kein Problem. Ein Kopfschuss reicht bei dem. Okay. Dann schießt ihr 3. Also wann war. Und Enno, ihr habt jeweils einen, ne? Mhm. Ich habe 1. Ich habe dann die 3. Okay. Dann Simultanschuss in 3, 2, 1. Der Tango ist hin. Okay. Okay, keiner konnte funken. Zum Glück, der blöde Gatling-Typ ist mal wieder hinter seine Gatling gesprungen. Okay, ich rücke einmal zum Bahnhofsgebäude vor. Gesichert ist bis zu dem Gatling-Schützen.
Erster Alarmturm aus. Mhm. Bis zum ersten Gatling-Schützen war das? Ja, bis dahin ist gesichert. Okay, dann rücken wir vor. Alarm hier drüben. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Wie meine Ex in Spee immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Bei meiner Ex ist das Arschloch immer inbegriffen. So, so, dein Ex also, oder? Ja. Mhm. Die 1 könnte gefährlich sein. Hier ist Nummer 5. Wenn unser Sniper ankommt, das ist nämlich der oben auf dem Turm. 2 könnte auch gefährlich sein. Der hat auch gerade das Fernglas rausgeholt. Wie zu 1. Scheiße, ist der weit geflogen. Setz mal die Position lieber auf die Seite der Lagerhalle. Die. Was denn? Da befindet sich direkt hinter uns eine Person. Hab sie ausgeschalten. Scheiße, die 2. Hab sie. Ich sehe Aufregung. Overwatch. Sollte eine Person irgendwie versuchen zu fliehen. Wer. Ich habe gerade das EMP auf das Auto von unserem Ziel eingesetzt, damit er nicht flüchten kann. Aber es ist doch nur temporär. Leider ja. Umgelegt. Aber er wollte gerade flüchten. In welche Richtung ist denn eine Fluchtmöglichkeit? Eigentlich in alle Richtungen. Okay. Ich mach, was ich kann, um die Scharfschützen und so weiter loszuwerden, die hier rumeiern. Soll ich mich versuchen, in ein Auto zu begeben und... Er kommt die Straße runter. Ist das der LKW-Typ? Verdammte Scheiße! Ich werde hier beschossen bei... Nicht den Schutz, den Fahrertyp. Das, kam zu spät, anscheinend. Ja. Nein, war ich nicht. Ich habe auf die Reifen geschossen. Ja, ich auch. Aber Querschläger können ja gut sein. Was denn für Querschläger? Ich habe nur eine Kugel, die meinen Lauf verlässt. Auch die kann querschlagen. Mhm. Ja, aber doch nicht, wenn es im Boden steckt. Was ist das für ein Geräusch von mir? Ein sehr gequältes. Das kam definitiv nicht von meiner... von meinem Kehlkopf. Aha, spricht etwa der Teufel aus deinem Mund? So wie du dich manchmal verhältst als Sanitäter, kann man das glauben. So, ich fahre mal im Auto, ich bin Lust zu laufen. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Wie faul. Der Fußmarsch hat noch keinen geschadet. Ja, ja, so sind sie, die Scharfschützen. Immer am Rumliegen, nichts am Machen. Okay. Ist noch drin geblieben? Ja. Mhm. Änderung Achtung, an... Achtung, da vorne können schon Leute sein. Ja. Vorschlag zum aktuellen Vorgehen. Eine Person befindet sich in einer Art Lauerstellung, dass falls eine Person, die Zielperson flieht, ihr verfolgt werden kann. Ja. Du meinst, dass einer bei einem Auto bleibt? Ja. Der Fahrer oder der Commander, beziehungsweise. Also wenn ihr zusammen vorrückt, dann könnte ich halt bei dem Jeep hier vorne bei der beim Bahnhof ziehen bleiben. Mhm. Okay. Tango getroffen. Die Drohne ist unterwegs. Reicht die Reichweite der Drohne dafür, für das Gelände? Theoretisch. Okay. So, rückt zu den Gleisen vor. Ja, ich sehe bis jetzt niemanden. Auch ja, im Bahnhofsgebäude ist keiner. Der ist schon tot. Okay. Erste Alarmsäule ist wieder aus. Okay, dieses Mal stehen die hier oben bei diesen Kläranlagen. Nur bei den Klärbecken oben. Ja. Rechts der Straße, nicht direkt auf der Straße. Ja, patrouilliert gerade Richtung Berge. Mal gucken, wo er dann hingeht. Das ist heute Ziel. Das macht 3. So, da steht wieder einer auf dem Dach. Ich zähle 5. Und im Turm ist auch einer.
Der im Turm komme ich noch nicht dran. Das Gatling-Geschütz ist jetzt wieder besetzt. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die 1 das nicht mitbekommen hat. Vorsicht zu. So. Was ist das? Oh, da sind noch zu nah am Gleis. Er hört ja gerade nichts zu Sunny, ne? Aber ich weiß ja nicht, was man darunter. Da kommt ein Zug, ich verstehe. Ja, ich bin doch hier an die Seite des Gleises gegangen. Ups, er hat doch was gehört, verdammt. Was ist mit der 1? Ist die alleine? Die 1 ist alleine, ja. Jetzt schläft sie. Okay. Ich sehe einen Generator. So, ich rücke jetzt zum Bahnhof vor. Overwatch, kann der Generator mit EMP ausgeschalten werden? Theoretisch ja. Okay. Aber nur in der Theorie. Die Explosion kann alles mögliche aufscheuchen da drin. Ja. Und ich habe keine optimale Position, um wirklich jeden Sniper, der da oben rumhängt, wegzuziehen. Reaper, wie sieht's aus? Kannst du die 2 wegmachen? Positiv. Dann mach das mal bitte. Negativ. Sobald er stehen bleibt. Ich sehe nur ein halbes Köpfchen. Das muss reichen. Erwischt. Bestätigt. Gut, dann ist bis zu dem Gatlin-Häuschen bzw. Lagerhalle ist wieder alles geklärt. Also vorrücken bis dahin. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Wie meine Ex in Spee immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Bei meiner Ex ist das ganz anscheinend ist beim Clearback noch ein Gegner. Oder ist es ein Zivilist, der dort läuft? Ich sehe da einen Zivilist. Zivilisten, die okay. Da quatschen. Ist die Position am Bahnhofsgebäude die endgültige Position, Overwatch? Tango 10. Von meiner jetzt, ja. Okay. Also, wir haben ganz oben auf dem Helipad eine Person. Und ist oben die alleine? Ja. Okay. Dann haben wir noch die 3 im Turm. Die komme ich immer noch nicht dran, die versteckt sich hinter der Mauer. Okay. Ich sehe einen Gegner auf der Treppe zum Helipad. Nicht markiert. Treppe. Ich höre einen Helikopter. Das ist unsere Zielperson auf der Treppe zum Helipad. Aber er ist nervös geworden. Ich denke, er hat die Leiche gefunden. Er rennt. Ist das die Zielperson, die rennt? Ja. Okay. Ich habe wieder das Auto in die Luft gesprengt. Impulsiert. Ja, meine ich. Okay, wann war ich? Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Könnte diese Person markiert werden? Das Falle. Nee. Achtung, da kommt eine Person Enno, eine schwer bewaffnete. Unsere Zielperson ist wieder mit einem LKW unterwegs. Fährt anscheinend wieder unsere Straße runter. Okay, wann war dann? Mach, was du denkst. Vielleicht das Zeug kommt. Wir sind hinter dem LKW, haben ja Karte genommen. Okay. Aber die Hinterreifen sind ist zerstört. Vergesst nicht, wir brauchen ein Leben. Ja, ich versuche die Reifen zu erwischen. Das wird aber auch gerade nicht so leicht. Okay. Ich brauche hier Cobra 11 Musik gerade, bitte. Vorder Reifen. Okay, er ist ausgestiegen. Haben wir es? Ja, okay, dann Hauswart greifen und verhören. Por favor, komm mit mir. Ich würde ihn am ehesten ins Auto stecken, dass wir in eine sichere Position fahren können. Bei mir will er nichts sagen. Okay. Ja, in 2-3. Du Bastard. No le va a pasar nada. Sígame. Wollen wir nicht? Okay. Heli? Sag mir, wo sich Pulpusmann Wagner aufhält, sonst schieße ich dir die Zehen ab. Warum denn so aggressiv, Boy? Ich red ja schon. Wagner wurde gekidnappt von Nidias Jungs. Ich glaube, der Heli sieht mich. Der Heli kämpft vor allem gegen. Okay, wir haben die Infos, die wir brauchen. Okay.
Dann hole ich mal alle Leute ab. Okay. Ja. Reaper, wie sieht's aus? Shit. Okay, weißt du, was die alte Position des Scharfschützen war? Im Groben. Ich dachte, er wollte uns zu tun haben. Er wollte uns hinterherkommen, deswegen ich habe keine Ahnung, okay, wo er dann ist. Ich bin in. Ich habe irgendwas über uns in der Nähe gehört. Ich habe einen Ping gehört. Ich mache eine Luftüberwachung von dem Gelände. Vielleicht sehe ich die Leiche. Oh Gott. Der Heli ist außer Gefecht. Okay, sehr gut. Aber da ist noch ein zweiter in der Luft. Ich weiß nicht, ob der von Unidad oder vom Santa Blanca Katalyst. Ich höre das rechts von mir in der Stadt. Auch. Oder hier, warte mal, hier auf dem Felsen? Warte mal, ich sehe da hinten jemanden. Ich sehe hier keinen. Wo könnte das sein? Wenn ihr die Schienen Richtung Stadt verfolgt, da ist so ein Strommast auch. Dort liegt der Scharfschütze. Da, wo der Fußballplatz ist. Okay, ich rücke vor. Oh, die Reichweite ist nicht hoch genug für mich. Fußballplatz, da war ja schon, aber immer schnell. Fußballplatz. Ich sehe ihn. Na komm. Du hast ein Schlimmeres überlebt. Oh, ich danke. Ja, ja, diese Pisser da hinten meinten mich hier aufs Korn nehmen zu müssen. Wann war, wo bist du? Beim Fußballplatz. Okay. Okay, dann müssen wir uns sammeln und ein Fahrzeug finden. Gegen ein Abschiedsgeschenk auch. Naja. Das hat den Alarm aber nichts getan. Ja, nur so. Hier sind nur ausgebrannte Wracks. Na, fast. Versucht er wieder einen Rekord im weitesten Schuss zu erzielen. Ah, da hinten. Ja, so eine Art. Ich habe letztens in einer Militärzeitung gelesen, dass der weiteste Schuss tatsächlich 3123 Meter war. Aus dem Auto, sofort. Ein Kampf gegen ihn, yes. Das war dann aber wirklich mit einem Fahnenmast. Dagegen ist meine Knarre hier noch ein Winzling. Einmal bitte das Radio ausschalten. Bitte das Gedudel aus. Ja, sag mir die Volksmusik noch keiner. Und kannst der Straße folgen? Ja, aber ich würde erstmal, wenn wir schon im Auto sitzen, unsere Speicherkarten austauschen. Die sind nämlich voll bis oben. Okay. Was ist das denn? Okay. Alles klar, also, ja, trotz vieler Fails hoffe ich, hattet ihr Spaß beim Zuschauen, genauso wie wir Spaß beim Spielen hatten. Und lasst ein Like da, lasst einen Daumen da. Ja, nee, ist das dasselbe. Lasst ein Abo da, so rum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.